Liebe Freundinnen und Freunde der Modellbahn, der Wilfried darf euch heute recht herzlich begrüßen zu einem Vorstellungsvideo. Ich wollte euch mal zeigen, die drei E-Loks E18 und 118, die ich neulich auf einer Modelleisenbahnbörse erstanden habe. Sie stehen gerade alle nebeneinander und ich zeige euch die jetzt mal. Ja, ich habe mal versucht, alle drei Loks und das Gehäuse hier auszuleuchten, damit man die auch gut erkennen kann. Vor allem kann man sich hier die Zustände der beiden alten Loks aus den Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre noch mal genau ansehen. Die sehen also wirklich unheimlich toll aus für ihr Alter. Jetzt nehmen wir uns mal eine vor, das ist die blaue. Ihr könnt sehen, ist wirklich toll. Mit der blauen hatten wir etwas Schwierigkeiten auf der Börse. Wurde die Funktion geprüft, die Lok lief aber nicht. Das lag aber daran, dass hier ein Decoder eingebaut war. Diesen Decoder habe ich ausgebaut, weil die Lok ab und zu schaltete. Das heißt, ihre Fahrtrichtung wechselte, ohne dass ich was gemacht habe. Irgendwie war der Decoder nicht so hundertprozentig. Und ich habe den alten normalen Umschalter, wie ich hier ein Muster habe, eingebaut. Und seitdem läuft die Lok klasse. Das Einzige, was ich verändert habe, ist, dass ich die Stromabnehmer ausgetauscht habe. Die alten habe ich weggetan, damit man die wieder rücktauschen kann. Aber auf meiner Anlage laufen die Stromabnehmer hier viel besser. Obwohl die beiden alten Loks eigentlich nicht viel auf der Anlage fahren werden. Da hat man einfach nur Spaß dran an diese beiden. Nehmen wir mal die grüne. Das grüne Exemplar, das ist wohl das Exemplar, was als erstes rausgekommen ist von den beiden, der grüne. Ihr seht, die ist auch super erhalten hier, ganz, ganz toll. Da freue ich mich wirklich über die beiden, freue ich mich ganz besonders. Die sind ganz toll. Das Besondere bei der Lok ist, dass sie einen elektronischen Umschalter mit Relais hat. Das Relais hört man beim Schalten, schaltet aber hundertprozentig. Insofern werde ich da nichts dran verändern. Auch hier habe ich die Stromabnehmer gewechselt und wie gesagt, die alten habe ich an der Seite gelegt, damit man die wieder rückändern kann. Ich hatte mir mal eine blaue E18 von Rocco gekauft und war der Meinung, dass das Licht schlecht ist und habe dann, wie man hier sieht, Licht reingeknöselt und hier vorne auch 3 mm Dioden eingebaut, was vom Verhältnis irre passt, also fast überhaupt nicht passt. Und weil die aber trotzdem unheimlich gut lief, habe ich mir also auf der Börse ein Gehäuse geholt. Hier ein neues Gehäuse. Das heißt, ich habe die ganze Lok gekauft. Die kostete 45 oder 45 Euro. Und habe dann hier dieses Gehäuse draufgesetzt. Wie gesagt, auch die Stromabnehmer habe ich ausgewechselt, weil die soll ab und zu mal auch im Betrieb gehen auf meiner Anlage. So, ich habe jetzt mal die blaue E18 von Märklin aufs Gleis gestellt. Sie hat auch einen Zug hinter sich und wir lassen mal beides, Zug und Lok, hier bei uns vorbeifahren. Mal schauen, ihr seht, ich habe Dauerlicht an der Lok auf der Unterleitung. Also vom Schleifer her kommt
Licht auch für die Anhänger. Der Motor und der Umschalter der Lok kommt von der Oberleitung. So, ich fahre mal jetzt vorsichtig vor und dann... So, jetzt geht es ein wenig hoch und ich zeige euch jetzt die Lok oben vorbeifahren. So, jetzt kommt noch mal eine Nachtfahrt. Ich komme jetzt mit der Lok hier an der Stelle vorbei, wo ich sie aufgesetzt habe. Ja, ich wurde gefragt, wie lange denn die LEDs anbleiben, wenn der Unterstrom, wenn das Licht abgeschaltet wird. Ihr seht an der Lok, dass noch Unterstrom da ist und den schalte ich jetzt mal aus. So, jetzt müssten die Anhänger allmählich dunkler werden. Nehmt bitte die Zeit selber, probiert selber aus. Normalerweise reicht das für einen Bahnhofsaufenthalt sicher. Wobei natürlich bei den E-Loks die Unterleitung immer anbleiben kann. So, ich glaube, es wird allmählich dunkler. Ich will mal gucken. Jawohl, ihr habt es gemerkt, es ist etwas dunkler gewesen und jetzt wird wieder aufgeladen. So, das war's für heute. Das wollte ich euch vorgestellt haben. Das Experiment am Ende hatte jemand nachgefragt und haben wir jetzt mal gemacht. Es sind schon einige Sekunden, die die Lichter anbleiben, so bis die Caps entladen, also die Kondensatoren, die Supercaps entladen sind. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Hobby. Bleibt gesund, der Wilfried Analog.